Passend zur Fastenzeit haben wir unseren Schöndammer Saphirbock fertig abgefüllt und den verkosten wir jetzt mal. Schauen wir mal, was er gibt, wie gut das er ist. Oh, schön. Sehr schöne Farbe, ein super schöner Schaum. Hervorragend. So schaut das super gut aus. Pünktlich zur Fastenzeit. Saphirbock, der Name Saphirbock kommt von dem Saphirhopfen. Da ist wesentlich mehr drin wie in normale Biere. Wir haben da pro 100 Liter 1 Kilo Hopfen drin. Normal sind 150 bis 200 Gramm üblich. Und jetzt schauen wir mal, was er in der Nase macht. Oh, sehr erfrischend. Das Hopfenaroma sehr blumig, fruchtig. Das Bouquet zitrusfruchtartig. Grapefruit, ein bisschen Pfirsich, Mango vielleicht sogar noch und Passionsfrucht. Und jetzt probieren wir mal, was er im Mund macht. Oh, sehr samtig, weich im Mund. Im Abgang hopfig, da merkt man wirklich die Wucht des Hopfens, der da drin ist. Aber nicht unangenehm, sehr rund. Da freut man sich direkt auf mehr. Aber meine Devise, probiert es, dann spürt es. Den Saphirbock kann man natürlich hervorragend mit Speisen kombinieren. Ein kurzer Steak passt da sehr gut dazu, aber auch zum Schweinsbraten mit Semmingel. Zum Schluss vielleicht noch einen Almkäse, Bergkäse oder einen ganz kräftigen Edelpilz, da macht's keinen Fehler nicht, lasst es euch schmecken. Servus benannt.